Herzlich willkommen zu unserem Pastoren-Podcast. Heute haben wir die Frage 11, wie rede ich mit Gott? Vorweg noch, wenn du weitere Fragen hast im Rahmen dieser Reihe mit als Christ leben, dann schicke uns diese Fragen einfach per E-Mail oder per WhatsApp. Wir greifen das auf, wir werden überlegen, ob wir daraus einen weiteren Podcast machen oder auf andere Weise. Auf jeden Fall werdet ihr eure Fragen beantwortet bekommen von uns dreien hier im Gemeindebüro. Wie rede ich mit Gott? Zunächst einmal, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also bitte keine gekünstelte Sprache. Nicht vor Gott irgendwie schauspielern. Rede so, wie du auch mit einem Freund reden würdest. Ganz normal. Ich darf ihm danken. Ich darf ihn bitten, ich darf vor ihm weinen und jammern und ich darf für andere in der Fürbitte eintreten, für andere vor Gottes Thron treten. Lest einmal die Psalmen, dann werdet ihr sehen, wie viele Gebete dort sind, von Klagen über Anklagen, über Jammern. Alles ist dort vorhanden, aber natürlich auch das Lob und der Dank an Gott. Wie rede ich mit Gott? Ehrlich. Mach Gott nichts vor. Wenn du gesündigt hast, zum Beispiel, dann sage es ihm. Er weiß es ohnehin schon. Also jetzt mit Gott reden und so zu tun, als ob er nicht wüsste, was in meinem Herzen ist, dass mein Herz vielleicht eine Mördergrube ist, er weiß es schon. Sprich mit ihm, aber bitte sehr, sehr ehrlich. Ich kann mich in meiner Jugendzeit erinnern, dass ich manchmal bei bestimmten Sünden immer gejammert habe und Gott gesagt habe, wie leid mir das tat. Und eines Tages habe ich so auf dem Boden, wirklich auf dem Boden gelegen und mich vor Gott ausgestreckt. Und dann hat Gott gesagt, Hilmar, jetzt hör doch mal auf mit diesem albernen Spiel und sei doch mal ganz, ganz ehrlich. Und dann bin ich ehrlich geworden vor Gott und habe nicht mehr so getan, als wenn ich der größte Büßer aller Zeiten war. Und seitdem ist es mir besser gegangen. Ehrlich mit Gott reden. Wie rede ich mit Gott? Ich spreche ihn mit seinem Namen an. Lieber Vater, lieber Herr Jesus oder auch Heiliger Geist. Schau dir dazu noch einmal den Podcast Nummer 3 an. Wie rede ich mit Gott? Mit Ehrfurcht. Er ist und bleibt der souveräne Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Aber ein Gott, der uns auch ganz anders führen kann, als es uns lieb ist. Aber er bleibt souverän. Er bleibt der Herr über alles. Und deswegen bleibt auch unsere Ehrfurcht. Manchmal ist es vielleicht gut, nicht nur im Sitzen und zu beten und die Hände zu falten, sondern auch mal zu knien vor Gott, um ihm auch deutlich zu machen, ich beuge mich vor deiner Souveränität, vor deiner Autorität, vor deiner Größe. Und manchmal, wenn die Not noch größer ist, kann man sich auch vor Gott hinstrecken, so wie das in der Bibel auch manchmal beschrieben wird, um ihm deutlich zu machen, hier, ich liege vor dir mit meinem Schmerz. König David hat das zum Beispiel getan. Wie rede ich mit Gott? Sehr vertrauensvoll. Du kannst in dein Kissen heulen und mit ihm sprechen. Kann mich noch gut erinnern, als ich mal Liebeskummer hatte, auch schon lange her. Ja, dann heult man in sein Kissen und er kann alles hören und alles sortieren und er versteht dich und er hat da überhaupt gar kein Problem mit. Du kannst dir aber gerade dann auch Gott als deinen liebenden Vater im Himmel vorstellen, der sich ja gerade dann über dein Gebet freut, wenn es dir nicht gut geht. Wie ein Kind, das auf der Straße hinfällt, was macht es? Es steht auf und ruft sofort Mama und rennt auf die Mama zu und sucht dort Trost und Hilfe. Tu das auch, wenn es dir nicht gut geht. Wie rede ich mit Gott? Jeden Tag. Die einen haben feste Zeiten zum Gebet. Bei mir war das nie so ausgeprägt. Ich bete den ganzen Tag, indem ich ständig mit Gott spreche und ihn frage, ihm danke oder ihn mit Liedern anbete. Aber das ist verteilt über den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und diese Beziehung mit Gott ist lebendig, als wir wissen ja, Jesus ist immer bei uns, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Also dürfen wir auch jederzeit mit ihm innerlich in Verbindung bleiben.
Wichtig ist nicht, wie du betest, sondern dass du dabei das Herz deines Papas im Himmel suchst und das Herz deines Herrn Jesus Christus. Das ist ein gutes Gebet. Wie rede ich mit Gott? Entweder alleine oder auch zu zweit in der Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber die meisten Ehepaare, ich schätze mal, mindestens 2/3 aller Ehepaare können nicht zusammen beten. Schade. Fangt das mal an, probiert es. Und wenn ihr es früher gekonnt habt, dann aktiviert doch wieder diese wunderbare Möglichkeit des gemeinsamen Gebetes. Du kannst zu Hause beten oder im Jugendkreis. Das Gebet mit anderen Christen ist ganz besonders schön und hat ganz besonders viel Kraft. Du traust dich nicht, in einer Gebetsgemeinschaft zu beten, dann bist du in guter Gesellschaft. Das betrifft vor allem die ganz Jungen unter uns. Da musst du dich nicht schämen. Ich helfe dir mal, das zu lernen. Also du kannst nicht beten, dann sprich mir doch jetzt einfach mal folgendes Gebet nach. Herr Jesus, ich kann nicht beten. Ja, sprich es mal laut aus. Herr Jesus, ich kann nicht beten. Und wenn du das getan hast, siehe, dann hast du schon gebetet. Und das kannst du auch in einer Gebetsgemeinschaft lernen. Einen Satz sagen, ein Dankeschön sagen. Und wenn du nur sagst, danke, Herr Jesus, dass du mich lieb hast, dann ist das ein wunderbares Gebet. Und dann wirst du das ganz schnell lernen, auch mit anderen Christen zusammen zu beten. Wie rede ich mit Gott? Am besten laut ausgesprochen, nicht nur im Kopf. Früher habe ich ganz viel nur in meinem Inneren, in meinem Herzen gebetet. Das mache ich schon lange nicht mehr. Ich bete sehr oft leise oder laut, aber ich spreche etwas aus. Das ist eine große Hilfe. Und dann kannst du auch mit anderen beten, zum Beispiel am Telefon oder bei einer Skype-Übertragung. Es geht auch da. Wir brauchen noch nicht einmal die räumliche Nähe. Gott freut sich über jedes Gespräch mit ihm. Und nutze diese Gelegenheit zu beten. Ganz oft, so oft dir Gott dazu die Freude schenkt. Nicht zwanghaft, aber mit einer großen inneren Freiheit. Gott segne dich. Alles Gute euch. Euer Hilmar. Tschüss.